Oh. Ja, hallo, kleiner Mann. Ich glaube, das ist gefährlich hier draußen. Ja. Oh, wie süß, Alter. Das sieht schon cute aus. Oh. Okay, Leute, das war's mit Hollow. Was sammeln wir denn für Energie? Das sieht sehr falsch aus. Oh, ich hab Schnupfen, Leute. Tut mir leid. Sammle Seele, indem du Gegner triffst. Sobald du genug Seele gesammelt hast, halte Kreis und fokussiere so Seele, um dich zu heilen. Verpiss dich. Gib mir deine Seele. Deine Seele. What the fuck? Okay, ich glaube, wir mögen hier keine Gäste. Hab ich mich gerade erschrocken, Digga. Ich hätte da vielleicht eine Frage. Kannst du bitte die Fresse halten? Nö. Fuck. Kannst du bitte aufhören zu twerken? Du kleiner Bast. Konnichiwa. Einkaufen. Oh. Bapanada. Babenada. Bist du gekommen, um meine Karte zu kaufen? Nö. This is so scary. Gib mir die Seelen. Ich will schon ein bisschen wie Alistair. Aua. Hallo, sind Sie friedlich? Mit Ihrer Jason Voice Maske. Du bist klein, aber du siehst stark. Du kleiner Hu. Ich bin Quirrell. Ein Quirrell. Quirrell. Ich bin Quirrell. Ich bin Quirrell. 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 Ich bin etwas besessen von unerforschten Orten. Ach, und ich bin von Dämonen besessen, von denen willst du gar nicht erfahren, ey. Ich liebe Geheimnisse so sehr. Und wer weiß, welche Wunden noch tiefer unter uns liegen. Ich mag keine Behe Geheimnisse, denn sie werden nie gelüftet. Da muss ich eben zum Super Saiyan werden. Oha, wer bist du denn? Du bist doch ein kleines Ich. Oh. Hallo. Ich will doch nichts Böses. Ich bin friedlich. Yeah, I know it's poison. You're feeding me poison. I'm choking from the taste and I can't help but swallow up your poison. I made my choice and every night I'm wasting like there's no tomorrow. Kleiner Bastard. Hallo. Ist das ein Minenschacht oder? Oh. Ich will dich töten, okay? Hallo? Sind Sie friedlich? Oh, ja! Oh, du bist friedlich! Oh, begraben Sie meine Mutter, die Tränen vergossen, begraben meinen Vater, die Augen geschlossen, begraben meine Schwester an zusammen, so, und bist du dann bereit, so leg mich dazu, Das klingt actually sehr sad. Kennst du das? Eines meiner Lieblingslieder. Wir können etwas anderes singen, wenn du möchtest. Du fängst an und ich steige mit ein. Du hast sicher eine wunderschöne Gesangsstimme. Nein, das habe ich nicht. Falls du hergekommen bist, um reich zu werden, sieh dich um. Die Minen sind noch immer voller Reichtümer. Es gibt reichlich für alle. Greif dir eine Spitzhacke und mach mit. Sind wir in Minecraft? Hallöchen, Leute. Obwohl das Video doch so kurz war, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Es sollte wieder so ein Funny Moments Video werden. Eigentlich sollte es ja ein Stream Highlights Video werden. Warum es aber nicht geht, da kann ich euch einiges zu sagen. Denn
Ich weiß, viele we wissen immer noch nicht, warum ich auf YouTube streame. Nicht mehr auf YouTube streame, das erkläre ich euch jetzt. Also, es ist eine Geschichte so. Ich hatte vielleicht vor 2 Jahren oder drei, ich glaube, das war vor 2 Jahren. Vielleicht war es sogar auch vor. Nee, doch, ich glaube. Egal, ich bin mir auf jeden Fall sicher. Für die, die dabei waren, wissen vielleicht, dass ich ja mal in einem Fortnite-Stream Hacker hatte und die wollten mich melden, meinen Account löschen. Und irgendwann ging das sogar so weiter, dass ich irgendwann nicht mehr streamen konnte auf YouTube. Durch die ganzen Meldungen haben wir das jetzt aufgenommen und PlayStation erlaubt es mir nicht mehr, den YouTube-Service für das Streamen zu benutzen und auch nicht mehr zum Hochladen. Also wirklich. Das wird deshalb echt schwer. Und auf Twitch streame ich gerade auch nicht, weil ich das irgendwie noch gebacken bekommen muss, dass die Streams nicht ständig abstürzen, abgebrochen werden, weil das hatten wir auch mal bei Doki Doki Literature Club, dass da ständig der Stream abgestürzt ist und irgendwann habe ich einfach dann das Spiel über Video aufgenommen. Und ja. Ich finde, ich könnte das, wenn ich auch jetzt schon beim Thema bin, kann ich das doch auch schon mal mit dem Typen aus dem Livestream erzählen. Weil viele haben bestimmt gemerkt, dass einige Videos verschwunden sind. Und dafür gibt es einen Grund. Und zwar hat der Hacker mich über Discord angeschrieben. Das war vor einem halben Jahr jetzt, glaube ich, oder so. Und er hat angefangen, mich zu beleidigen, ohne Grund jetzt, und das, was ich mache, ist cringe. Und ich war natürlich jetzt auch noch nicht so. Ich habe mich nicht wieder nüchtern zu verhalten und habe natürlich einfach zurückbeleidigt, bis er dann irgendwann ein Foto von meinem Gesicht mir geschickt hatte. Jetzt habe ich mich natürlich auch gefragt, wo er das Bild hat. Und er hat gesagt, dass ich das aus einem, dass er das aus einem Video hatte, wo mein Gesicht zensiert war. Und deswegen hat er mit einem Filter quasi mein Gesicht unzensiert bekommen und hat gesagt, wenn ich nicht all meine Videos lösche, dann wird er dieses Gesicht posten. Dann wird er das Bild posten. Ja, und mein Gesicht leaken. Während wir diskutiert haben, habe ich schon mal angefangen, Videos zu löschen. Und daher sind die jetzt auch nämlich weg. Denn auf YouTube Studio gibt es ja so eine Funktion, dass man die Videos da löschen kann. Und zwar mehrfach, aber halt pro Klick kann man 30 Videos einzeln löschen. Und das ging halt so weiter. Ich habe halt immer, ich glaube, ich habe über 100 Videos gelöscht bekommen. Bis mir dann auf einmal die Idee eingefallen ist, ach, wieso drohe ich mich nicht einfach mit der Polizei? Jetzt ist, dann war es schon zu spät, ich habe schon Videos gelöscht gehabt, aber trotzdem habe ich ihm dann mit der Polizei gedroht und er hat aufgehört, hoffe ich jetzt zumindest. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles vorbei ist. Auch nochmal auf, auch Twitter hat er nochmal kommentiert, wo ich ihn natürlich sofort blockiert habe. Ja. Er hat halt alle Social Media Apps, die ich habe. Er hat alle meine Social Media Accounts sogar, glaube ich. Außer auf Twitch. Das hoffe ich jetzt zumindest. Er hat auf jeden Fall meinen Discord, mein YouTube kennt er und meinen Twitter Account. Deswegen, ja. Ich hoffe, dass das, dass ihr das so weit verstanden habt und dass ihr mitgekommen seid. Und es tut mir deswegen nochmal sehr leid. Aber naja, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben dafür so, für mehr solche Videos und abonniert gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal. Um keine Videos mehr zu verpassen. Ja, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag oder noch eine wunderschöne Nacht oder einen schönen Abend. ja, wir sehen uns. Ciao.